Ja, ich fand das sehr interessant. Grün am Alm. Total super. Heute ist Premiere. Grün in Verantwortung. Diese relevante politische Kraft stellt sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Das tun wir am besten hier auf solchen Veranstaltungen, wo wir uns heute getroffen haben, um einfach in den Dialog zu kommen, um zu sagen, okay, was ist vor Ort? Was können wir beitragen? Was könnt ihr beitragen? Deswegen touren wir jetzt durch NRW mit unserer Veranstaltung. Wir sind nicht nur in Verantwortung, sondern wir sind im Dialog. Das ist notwendig, das in Zeiten zu machen, wo eine Demokratie ein bisschen verlernt hat, miteinander zu diskutieren. Das ist ein tolles Angebot. Ja, war grandios, dass wir heute Mona und Tim hier hatten, dass wir so auch mal unseren Bürgerinnen und Bürgern die Chance geboten haben, direkt Fragen an die Politik zu stellen. Das ist natürlich eine super Chance und wir freuen uns total, dass wir hier den Auftakt in Gummersbach hatten. Am besten hat mir wirklich gefallen, dass jeder seine Fragen loswerden konnte und dass Mona sich wirklich richtig Zeit genommen hat. Das war total cool. Ich fand das ganz toll, dass jetzt endlich Politik nah am Bürger ist. Nicht nur jetzt, sondern immer wieder. Und ich wünsche mir, dass dieses Format einfach weitergeführt wird. Grünen Verantwortung, ja, wir haben eine Verantwortung. Die Verantwortung heißt auch, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und ihre Sorgen ernst zu nehmen. Ich fand es besonders schön, dass wir den Austausch geschafft haben, dass hier Bürgermeister vor Ort waren, dass wir eben nicht in einer grünen Bubble waren. Das war wirklich schön. Politik lebt von den Stimmen der Bürgerinnen und Bürger.